Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir werden heute darüber sprechen, und zwar zum Thema GAMS. Ich werde euch kurz erklären, was ist GAMS, warum ist das so hilfreich für alle, egal ob große oder kleine Feuerwehren. Aber ich denke, gerade so für kleine Feuerwehren, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ist GAMS ein sehr nützliches Werkzeug. Sollte jeder kennen, gerade so, ich sag mal, ab Gruppenführer, so und so, Pflichtprogramm. GAMS für euch ganz kurz erklärt. Los geht's. GAMS. Das Wort an sich ist erstmal so nichtssagend. Ist natürlich klar, jeder Buchstabe hat eine Bedeutung und da gehen wir mal drauf ein. Das G steht für Gefahr erkennen. Okay? Das heißt, wenn man die Gefahr erkennt, seid ihr schon mitten in der GAMS drin. Das heißt, an dem Punkt haben wir den ersten Punkt schon abgearbeitet. Das ist so gleich eine Abarbeitungsreihenfolge. Okay? G steht für Gefahr erkennen, danach absperren. Danach kommt Menschenleben retten und dann Spezialkräfte anfordern. Das ist GAMS. Warum man das so hilfreich ist, werdet ihr gleich merken, weil wenn man dieses GAMS im Kopf hat, gehört man schon zu den guten, professionellen Abarbeitern einer Schadenslage, die nicht normal ist. Okay, viele denken dabei an ABC-Einsätze. Den Zahn werdet ihr euch ziehen, es geht hier nicht nur um ABC-Einsätze. Wartet ab. Okay, wir schauen mal. Also, Gefahr erkennen. Wir fangen oben an mit dem ersten Punkt. Gefahr erkennen. So, wann sprechen wir von einer Gefahr? Was ist eine Gefahr? Ne? Wann wirst du sagen, oh, jetzt befinde ich mich in GAMS? Gucken wir mal, wann wir von einer Gefahr sprechen. Und jetzt seid ihr mal gefragt, überlegt mal bitte, seht ihr eine besondere Gefahr? Wir gucken uns noch ein paar Bilder an, habe ich im Internet gefunden. Die Quellen habe ich immer dazu geschrieben. Das war ja neue Presse. Und man sieht so einen Pkw-Unfall im Straßengraben. Ist das eine GAMS-Lage? Marvin hier auch mit meinem Videodreh dabei, ganz spontan. Ja. Ist das für dich eine GAMS-Lage? Erkennst du hier irgendwas? Das ist schwer zu erkennen, bisschen, ne? Aber es ist ein Lieferwagen, der ist verunfallt. Ich weiß ja erstmal nicht genau, was da drin ist, sage ich mal, oder so. Man weiß nicht, was da drin ist, ne? Deswegen, man muss ich erstmal. Ich zeige das Bild nochmal mit einer anderen Auflösung, eine andere ist ein bisschen der Gesamtsituation. Oh. Anscheinend doch, ne? Er sieht aus wie ein harmloser Unfall, aber hier hat das irgendwas die Leute dazu bewegt, anders zu verfahren wie sonst. Die haben ja irgendwie andere Schutzkleidung an, ne? Ja, also ist halt nur der Lieferwagen erstmal, wenn du so antriffst. Sie sind die Leute ja noch nicht da, aber irgendwas war in dem Lieferwagen, was besondere Vorsicht verlangt. Ne? Genau, so, wir gucken mal weiter, ist ganz gut, dass du jetzt hier bist. Er hat mich zufällig besucht. Und jetzt werden wir mal gucken, nächste Lage. Ist das irgendwie eine besondere Gefahrenlage? Ja. Ja? Also überleg mal mit, es ist interessant, es ist nicht, keine Antwort richtig und keine falsch. Nur damit es mal ein bisschen arbeitet, würdest du jetzt als Einsatzleiter sagen, oh, aufpassen, was ist denn hier geladen? Man sieht ja schon mal, dass hier was ausläuft. Ist das ausgelaufen oder ist das Löschwasser oder ist hier Milch drauf? Ist Milch besonders gefährlich? Man weiß es erstmal nicht. Sind hier Symbole drauf, die gefährlich sind? Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ne? Pass auf, nächste Bild. Oh. So, also er kennt die Präsentation nicht, deshalb ist das ganz spannend. Gefahrenlage ein bisschen erkannt, ist das ein Gefahrpotenzial? Groß. Größer, ne? Schon was Besonderes. Also, der, wenn du sagst, als Einsatzleiter oder als Grundführer, ach du, da muss ich eh ausbieten, was ich jetzt sagen würde. Ist das was Besonderes? Dann befindet man sich automatisch in der GAMS. Ne? Wir gucken mal weiter. Falls man das nicht erkennt, hier ist ein Anhänger vom Trecker, hier ist ein Traktor umgekippt und da ist irgendwas drauf. Man sieht schon anhand der Schutzkleidung, hier ist irgendwie Plan B in Kraft getreten, ne? Wird wahrscheinlich Düngemittel sein, gehe ich mal vor. Düngemittel kann man von ausgehen. Ist natürlich besonders aufzupassen, dass man sich da nichts einfängt. Ne? Dass man selbst den Selbstschutz nicht verliert. Okay. Machen wir noch ein Bild. Ich finde es ganz spannend. Wie hast du denn noch? Autobahnunfall. Oh. Wohnwagen, Gasflaschen fällt mir als erstes auf. Gasflasche, oh, das war sehr gut. Wo ist denn die Gasflasche? Wahrscheinlich im Wohnwagen, ja? Hier vorne, ne? Das ist meistens so ein Anbau, hier sind meistens Propanpullen drin. Kann man schon als besondere Gefahren. Sehr gut. Ja, aber besondere Gefahren, also normal ist ein ganz normaler VU, ne? Ja, hat ein bisschen Blech geküsst, ne? Aber es ist ja ein Wohnwagen, ist das eine Gefahr oder vielleicht auch nicht, ne? Ein Auto hat aber immer eine Batterie. Ist eine Batterie, ist ja Säure drin, ist das jetzt eine ganz, ist das ganz besonders gefährlich? Nee, ne, mit einer Batterie ist eigentlich, achte kein Mensch drauf, ne? Natürlich Verhältnismäßigkeiten beachten, ne? Wir gucken mal noch eine Aufgabe, noch eine Sache. Bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Schienen, man sieht ja einen LKW und den, die Britsche da hochgekippt. Ja, Abstand halt. Aber und ich sehe ein bisschen
brennt es, ne? Wie ist das? Und da oben hat es ein bisschen Funken geschlagen. In der Oberleitung. Ist das eine Gamslage? Ist ja nicht ABC. Aber Gams würde auch dabei passen. Gams würde dabei auch passen, genau richtig. Ne? Weil Gams ist natürlich so, ist was ganz Besonderes. Und zwar, was macht man jetzt, wenn man hinkommt? Abstand halten. Abstand, halt Freunde, da geht mir erstmal keiner hin. Moment. Ja. Ne? Da ist man schon ganz in Gefahr erkannt. Ach du. Ne? Haben wir noch ein Bild? Guck mal. Los, komm her, Marvin. Ein noch. Hier irgendeine Gefahr. Also man sieht hier einen Pfeiler umgemäht, eine Straßenbahn, eine elektrische Straßenbahn. Das ist ja gerade schon darauf hingewiesen, eine elektrische Straßenbahn. Ne? Gerade Elektrizität haben wir hier. Da oben die Kabel, ne? Ja. Könnte eine Gefahr sein, ne? Könnte doch was kommen. Gefahr. Ich würde es erstmal für mich auf der Gefahrenmatrix ankreuzen, sagen. Gefahrenmatrix ankreuzen, oh hier. Obenführer, ne? Aber wie gesagt, Einschutz beachten. Das heißt, vielleicht sollte man eine Gefahr erkennen. Maßnahmen wäre jetzt vielleicht freischalten lassen vom Betreiber, von dem Bahnbetreiber, bitte die Oberleitung freischalten, dass wir hier garantiert und erden, ne? Das muss man alles sicher machen und dass wir garantiert keine Fenster kriegen, wenn wir nur in die Nähe kommen. Ne? Wie ein permanenter Blitzeinschlag unter Umständen. Okay, danke Mario. Spontan, aber alles richtig. Ne? Also ganz, ihr seht es hier, ist nicht nur ABC-Lage, so typisch ABC, atomare, biologische, chemische Stoffe, nein. Kann auch Elektrizität. Seid bitte vorsichtig. Ne? Das heißt, wenn jetzt einfach alle blind hinlaufen würden, das Ding würde unter Strom stehen, kann sein, dass die Einsatzkräfte nicht mehr ankommen. Ne? Gut, was macht man? Ne, genauso wie wenn man mit Menschenmenge geht und man geht spazieren durch die Stadt, auf einmal liegt irgendwas auf dem Boden, wo man nicht reintreten möchte, dann sagen doch alle, Gefahr erkannt. Halt! Ne? Kommt der nächste Punkt. Absperren. So. Das heißt, man sagt nochmal, halt, stopp. Ne, das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn du eine Gefahr erkennst, sagst du einen Halt, Abstand halten. Da brennt eine Gaspulle, Halt, Abstand halten, 50 Meter. Ne? Man sperrt ab, das macht man eigentlich automatisch. Aber man ist schon im zweiten Punkt von 4, also die 50% hat man schon, wenn man absperrt. Dann ist man schon mal gut dabei. Das heißt, ganz lange im vollen Lauf, ich sperre ab. Die Frage ist jetzt, wie sperre ich ab? Okay, da gibt es ein bisschen eine richtige eine Hilfe. Bitte nagelt hier niemanden auf einen Meter fest im Einsatz. Es geht darum, dass ihr eine Hilfe habt. Wie sperrt ihr richtig ab? Das ist nur eine grobe Hilfe für euch, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, von welchen Größe sprechen wir denn. Also es gibt immer so einen Gefahrenbereich, ne? Das X. Und da macht man eigentlich so einen Radius drumherum. Das heißt, man muss hier sich akkurat gebogenes Flatterband nehmen und das abspannen. Nein, es geht darum, diesen Bereich möglichst nicht unterschreiten. Von dem Bereich sprechen wir Gefahrenbereich 50 Meter. Das ist der Gefahrenbereich und der Absperrbereich ist 100 Meter. Ne? 100 Meter in einer Stadt abzusperren, das wo keiner rein darf, kann eine Herausforderung sein. Macht mal bitte auf Google Maps 100 Meter Radius bei euch mal zu Hause und guckt mal, wen ihr alles rausschicken müsst. Okay, also 100 Meter kann viel sein. Jetzt kommt Faktor, wenn hier eine besonders große Gefahr ist, vergrößert sich natürlich der Kreis, aber das ist so das Mindestmaß. Das sind jetzt natürlich Erfahrungswerte. Ne? 50 Meter, 100 Meter hat man schon mal ein solides Maß. Ne? Das kann man sich auch gut merken. Nur so als Anhaltspunkt. Okay. Problem ist natürlich, jetzt hast du Wind. Ne? Dann ist hier der Gefahrenbereich. Und der Gefahrenbereich, der direkte Gefahrenbereich, kann sich dadurch auch ein bisschen mit verformen. Und dementsprechend auch der Absperrbereich auch noch größer verformen. Ne? Ich habe extra keine Maße angeschrieben. Das ist je nach Windstärke und je nach Situation unterschiedlich. Ne? Okay, nur denkt daran, ihr müsst eure Einsatzkräfte schützen und Gaffer sogar auch. Und auch die müssen wir mit schützen. Und alle, die mit drumherum stehen, beteiligt sind, Rettungskräfte, die anrücken, müssen geschützt werden durch unsere Bereichstrennung. Okay, gut. Das heißt, Gefahrenbereich hat keiner eigentlich was zu suchen, außer die unmittelbaren Einsatzkräfte, auf die wir gleich kommen. Und der Absperrbereich ist, hier im Blauen sind die Einsatzkräfte unterwegs, sonst keiner. Okay, super. Was man auch noch machen sollte, ist, wenn man so einen Gefahrenbereich hat, jetzt denke ich mal so ein bisschen an die klassische ABC-Lage. Das heißt, es muss sein, ein Gefahrenbereich hat sich komplett kontaminiert, was machen wir dann? Da gibt es natürlich so, Übergangsplätze, so eine Art Dekonplatz, wo man dann, ich habe es gesagt, schwarz-weiß getrennt gemacht, ne, dass man sozusagen die kontaminierte Einsatzteilung abwäscht, ablegt. Und in frische Einsatzkleidung sauber wieder entlassen wird und diesen Bereich verlassen kann. Ne? Schwarz-Weiß-Bereich habe ich sie genannt. Ne?
Gut, also nur, dass ihr wisst, ihr müsst halt auch denken, wenn da jemand reingeht, was mache ich mit dem? Der trägt die Gefahr an sich. Ne? Irgendwie chemische Stoffe. Da kann ich natürlich nie nach Hause gehen zum Nachbarn und sagen, hey, ich war gerade einen coolen ABC-Ansatz. Guck mal hier, hier blüht es noch. Und ne, guck mal, meine Augen leuchten noch. Nee, ist natürlich klar, der muss das hier loswerden. Der muss das möglichst in Gefahrenbereichen hier lassen und sich dekontaminieren. Ne? Keine Kontaminationsverschleppung. Ganz wichtiges Thema. Okay. Dann seid ihr schon mal mit dem zweiten Teil fertig. Es fehlt nicht mehr viel. Und ihr seid jetzt schon ganz Profis, weil ihr seht, ne, Gefahr erkannt habt ihr, abgesperrt habt ihr. Jetzt kommen wir mal ein Menschenleben retten. Das ist natürlich klar. Man könnte natürlich auch sagen, wir bleiben jetzt außerhalb des Absperrbereiches und keiner hilft. Deshalb sind wir keine Feuerwehr. Wir Feuerwehr müssen natürlich unter Berücksichtigung des eigenen Lebens unter also höchster Vorsicht den Gefahrenbereich betreten und die Menschen dort retten. Ne, um das Beispiel mal zu nehmen, es saß eben einer in einem LKW in dieser Straßenbahn. Da muss man hin, möglichst sicher den rausholen schnell und aus dem Gefahrenbereich entfernen. Okay? Super. Ja, Menschenleben retten, das heißt, wie machen wir es? Kurz und bündig zusammengefasst, so schnell es geht, das heißt, so effektiv es geht, möglichst packen die Leute raus und ne, retten, aus dem Bereich raus retten und die eigene Sicherheit immer beachten. Ne? Also eigentlich müsste das sogar da drüber stehen. Ist aber gleichwertig eigentlich. Ne? Das andere Menschenleben ist natürlich genauso viel wert auch wie unser, aber man darf jetzt nicht dahin gehen mit dem Wissen, man kommt nicht zurück. Ne? Das machen wir natürlich nicht. So, also Menschenleben retten, so schnell und effizient es geht. Ne? Gut. Wenn ihr ein Mensch zu Menschenleben retten vorrückt, solltet ihr über eine Sache Gedanken machen. Sind hier alle Gefahren bekannt? Das ist keine Schande da zu sagen, nein. Ne? Lieber zu vorsichtig als zu waghalsig. Ne? Also sind alle Gefahren bekannt? Ne, Marvin hat es eben schon gesagt, die AAACEE, ne, Gefahrenmatrix mal für sich gedanklich durchspielen. Was ist denn unsere Hauptgefahr gerade? Elektrizität? Soll ich da meine Elektrizität, wenn da eine hohe Spannung runtersteht, große Schritte machen? Ne? Wir kennen ja, wenn das Gewitter ist, möglichst klein machen, in die Hocke gehen? Ne? Sowas? Also das heißt, wenn man diesen Bereich betritt, diesen Gefahrenbereich, sagt man ja grundsätzlich unter PA, ne? Das heißt umluftunabhängigen Atemschutzgerät, dass man erstmal keine Umluft einatmet, schon mal ein gewaltiger Schutz. Die Einsatzkleidung, muss man die vielleicht verbessern für den jeweiligen Anwendungsfall durch einen A, B oder C Schutzanzug. Ne? Müsst ihr euch Gedanken drüber machen, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Nur spielt hier bitte den Gedanken die Gefahrenmatrix durch. Kann ich eine Einsatzkraft dahin schicken oder kommt der nicht wieder? Ganz wichtig. Ne? Okay, das war's eigentlich schon. Da habt ihr schon den dritten Punkt. Menschen retten, erfolgreich, deshalb sind wir da erfolgreich abgeleistet. Jetzt kommen wir dazu und sagen so, okay, jetzt haben wir ja immer noch eine ganz schlimme Lage. Wir haben zwar die Person erstmal raus, aber da ist immer noch was am Rodeln. Jetzt werden die Spezialkräfte angefordert. Okay. Was muss man denn machen, bevor man die Spezialkräfte anfordert? Frage ich dich jetzt mal. Worüber musst du jetzt mal nachdenken, wenn du sagst, okay, jetzt muss ich jemanden anfunken und jemanden anfordern, was will er denn gleich wissen? Deshalb ist für mich jetzt wichtig, die relevanten Informationen von dem Einsatz müsst ihr jetzt natürlich erstmal sammeln und melden. So, was geht einem da so durch den Kopf? Was ist relevant? Was interessiert jemanden? Ne? Klar, wenn man irgendwie meldet, wisst ihr auch, es interessiert manchmal auch das Wetter und sowas, aber ich gehe jetzt nochmal auf die Gefahr ein. Und zwar die Gefahr, die ihr vorfindet, wisst ihr sofort darauf hinaus will, auch sowas hier. Ne? An Gefahrguttransporten oder sowas hat man oft Hinweisschilder, die so oder so aussehen. Ne? Ist ja was Besonderes, ist ja ein Unterschied. Hier ist ne, so typisch hier Benzin oder hier ist ein Stoff mit einem X drin. Was sagt euch das X? Und das habt ihr glaube ich sogar schon in der Grundausbildung, in der Truppenausbildung schon gehört. Ein X ist immer schlecht für Wasser. Ne? Nix Wasser. X wie nix Wasser. So. Wir gehen mal auf den Stoff mal ein. Gucken wir mal, was dieses Schild, das ist sozusagen ein kleiner Ausflug für euch, Gefahrstoffe mal kennenzulernen oder identifizieren zu können. Wenn euch jemand fragt, dass ihr wisst, von welcher Zahl redet er jetzt, unten, oben, die linke oder rechte, was will er jetzt von mir? Deshalb gehen wir mal ganz kurz darauf ein, damit ihr wisst, wie eine Gefahr einzuschätzen ist. Also hier unten ist die Kennzeichnung des Stoffes. Ne? So. Oben ist immer die Kennzeichnung der Gefahr. Das heißt, hier wird eigentlich gesagt, was dieser Stoff so besonders macht.
Hier zum Beispiel Unverträglichkeit mit Wasser. Das ist eine ganz wichtige Information. Danke dafür, dass du mir das gesagt hast mit dem Schild, dass ich hier niemals mit Wasser ran darf. Weil sonst wird die Lage riesig eskalieren. Ne? Also, X, Berührung mit Wasser verboten. Wir werden den Stoff noch kurz zerlegen. Also erstmal die Gefahr. Also keine Berührung mit Wasser erlaubt. Ne? Berührung mit Wasser verboten. Das nächste. Das ist die Hauptgefahr. 4. Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Die zusätzliche Gefahr und nochmal die zusätzliche Gefahr. Also die Hauptgefahr ist das hier. Und die haben auch eine weitere Bedeutung, da gehen wir gleich mal drauf ein. Kommen wir mal zur Hauptgefahr, ne? Auf die Zeit, auf diese Ziffer hier links. Ne? Normalerweise ist das X ja ganz selten da, ne? Also ich sag mal die ganze linke Zahl. Ne? Gehen wir mal kurz auf die Hauptgefahr ein. Die Hauptgefahr wird unterteilt in 2 ist Gas, 3 ist ein entzündbarer flüssiger Stoff, Diesel, Benzin, ne? 4 entzündbarer fester Stoff, okay. 5 entzündbarer oxidierender Stoff oder organisches Peroxid. Okay. 6 ist einfach ein giftiger Stoff. 7 radioaktiver Stoff. 8 ätzender Stoff. Und 9 verschiedene gefährliche Stoffe. Sozusagen Sonstiges. Ne? Okay, das war die Hauptgefahr. Jetzt gehen wir auf eine zusätzliche Gefahr ein. Und jetzt zur Gedankenschütze ein bisschen, damit ihr mal nochmal dieses Benzinschild seht. Ne? Die Hauptgefahr war 3, entzündbarer flüssiger Stoff. Jetzt gucken wir mal die zusätzliche Gefahr. Warum ist denn Benzin, was hat das denn noch für eine zweite Zahl? Wenn da 0 stehen würde, wäre es keine weitere Gefahr. 1 ist Explosionsgefahr, hat es nicht. Entweichen von Gas durch Druck oder chemische Reaktion. Ne? Und jetzt Entzündbarkeit flüssiger Stoffe, Dämpfe und Gase oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoffe. Ne? Das heißt also, man weiß selber, dass Benzin zum Beispiel Gas. Wenn ich dann nie nur eine Zigarette anhabe, war es der letzte Zug. Ne? Ich werde diese Präsentation auf meine www.feuerwehr.de Seite packen, dann könnt ihr das nochmal alles nachlesen. Ne? Ist auch kein Geheimnis, da gibt es auch Apps fürs Handy, da könnt ihr diese Gefahrenstoffe gut eingeben. Ne? Okay, nochmal das Schild, ne, damit ihr seht, flüssig brennbar und dass sogar das Gas brennbar ist. Ne? Die ähnliche Zahl hat Diesel, da ist aber die zweite Zahl entspannter, weil entweder ich glaube, da steht dann, glaube ich, eine 30, das ist keine weitere Gefahr, es ist halt nur flüssig und brennbar. Ne? Es ist nicht, dass das Gas beim Diesel so leicht entzündlich ist wie bei Benzin. Okay. Ja, ich habe mal so ein paar gängige Kombinationen mal mit reingepackt, dass ihr mal gucken könnt, was es gibt. 22 zum Beispiel tiefgekühltes Gas. Ne? Ganz gefährlich, wenn das warm wird, dann ist halt viel Gas, brennbares Gas meist in der Luft. Ne? 33, ne, wieder Benzin. Leicht entzündbarer, flüssiger Stoff, Flammpunkt unter 23 Grad, ne, selbstentzündlich und so weiter. Geht es immer weiter. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz interessant. Ich würde da mal ein bisschen wirken lassen. Ne? Okay. Mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, ihr wisst, was ihr für einen Stoff habt, absolut in der App nachgeguckt, könnt ihr natürlich dann gezielt sagen, der Leitstelle, und das ist professionelle Feuerwehrarbeit, was ihr für Spezialkräfte braucht. Ne? Das heißt, man macht dann die Lagemeldung, kennt das schon. Da gibt es auch einen Film von mir zum Melden, was man so macht. Ne? Nach dem Meldenschema, Meldenschema kennt ihr ja noch. Ne? Melden an Einsatzstelle, Lagemeldung, ne? Durchgeführte Maßnahmen, eingesetzte Kräfte und Nachforderungen und sowas. Ne? Wisst ihr alles? Und da muss dann sowas auftauchen wie zur Lage, Gefahrstoff 33, ne? Also der Stoff 1203. Ne? Benzin, wenn man es schon weiß oder so, kann man schon sagen und so weiter und so weiter. Das kann man bei dieser Lagemeldung natürlich mit sagen und die Spezialkräfte anfordern. Ne? Man braucht mal eine Nachforderung jetzt. Spezialkräfte, die den Stoff aufnehmen können. Die Leitstelle berät einen auch. Ne? Es geht darum, dass Feuerwehren auch in kleineren Orten, zum Beispiel wie wir jetzt hier in der Grundausstattungswehr, und wir haben eine Lage, die kann dann jeden Tag treffen, dass ein LKW durchfährt mit irgendeiner besonderen Ladung und geradeaus in irgendeine Hausmauer reinfährt, dann ist die ABC-Lage auf einmal da und auch die Leitstelle ist immer gerne hilfsbereit, einen dieser Lage abzuarbeiten. Ne? Wenn man dann die Schema ganz im Kopf hat, kann er das schon sehr weiterhelfen. Ne? Man hat sozusagen alle 4 Punkte abgearbeitet, die Gefahr erkannt, man hat abgesperrt, man hat die Menschenleben gerettet und man hat die Spezialkräfte angefordert. Ne? Also alles super easy, aber ein wertvolles Werkzeug, und das schätzt ganz nicht, wie wertvoll das im Leben ist. Im Feuerwehrleben sein kann. Okay? Struktur ist das A und O. Okay, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Das mal gefällt mir da. Für
Für weitere Viewwünsche einfach mal drunter kommentieren. Mache ich gerne für euch fertig. Bis dann, ne? Euer Feuerwilli. Tschüss. Gams. So, das Wort an sich ist erstmal. So. Ja. Das heißt, wie macht man das? So schnell es geht, also möglichst kurz in diesem Bereich aufhalten und die eigene Sicherheit beachten. Und dabei muss man beachten, auch klein schreiben. So. Ich glaube, das sind gleich nur kurz ab. Das kann man. Ja, guck mal, und das hier, der muss auch mal sagen, auch wenn man nicht dreht, ab und zu kommt der tatsächlich noch vorbei, ne? Ja, freundschaftlich mag man hier auch ein bisschen, muss man so sagen. Du bist der Erste, oder? Bin ich dir schuldig, wie das jetzt? Nee, das will ich nicht.